ist das einzige Babyfoto von meinem Vater. Aber ein bisschen Ähnlichkeit ist da schon dran, ne? Oder? Ja, ja. Das war dann 18 Jahre oder 19 Jahre später. Jung und hübsch. Guck. Ganz lieb, Karin. Kleiner Glatzkopf. Das bei der Hochzeit? Schüchtern war sie ja nicht, ne? Nee, das sehe ich nicht, dass sie schüchtern war. Ja. Das glaube ich nicht, aber war sich ja auch nicht sicher, wie es weitergeht, ne? Was auf die Zukunft, ne? 1940 wusste man nicht, wie es weitergeht. Also meine Mutter hat ja eigentlich gesucht. Gleich nach dem Krieg, als er nicht zurückkam, hat sie das beim Roten Kreuz eben da, gemeldet. Und ja, und dann kam in den 70er Jahren erst eine Nachricht. Die wusste bis dahin gar nicht, was mit ihm passiert ist, ne? Ob er jetzt da überlebt hat. Und irgendwo. Sie hat immer gehofft, er hat gesagt, vielleicht ist er ja irgendwo anders hingegangen. Und damals, als dann der Adenauer die zurückgeholt hat, die Gefangenen, hat sie auch gedacht, dass er da dabei ist vielleicht. Ne? Aber es war dann halt nicht so. Und dann kam vom Roten Kreuz, ich glaube, das war in den 70er Jahren, ich war zufällig hier und habe den Brief dann auch gesehen, und dass er eben da in Gefangenschaft in Russland verstorben ist. Meine Mutter hatte schon sehr mitgenommen, und das jetzt so endgültig war das dann, ne? Und ja, irgendwie hat sie immer noch gehofft, dass er kommt. Und ja, sie hat ja auch nie wieder geheiratet. Ja, als ich so 2,5 war, hat dann meine Mutter gesehen, dass es so nicht weiterging in Luckau, weil sie keine Arbeit gefunden hat und meine Oma eine ganz kleine Rente hatte. Und dann ist sie nach Wolfenbüttel, wo sie vorher gearbeitet hat, ist sie wieder zurückgegangen. Also da war ich 2,5 und war dann alleine bei meinen 2 Omas und bei meiner Tante. Ja, ich habe praktisch, meine Mutter kam dann immer einmal im Jahr, Weihnachten meistens, und als ich dann ein bisschen größer schon war, so Schulkind, sind wir mit meiner Tante dann im Sommer dann nach Wolfenbüttel und haben sie dann da besucht, aber öfter haben wir sie dann nicht gesehen, 2-mal im Jahr. Na, und das war schon auch schwierig. Aber gut, hatte mich dann dran gewöhnt. Ne? Ja, so war's. Manchmal gedacht, wenn er da gewesen wäre, weil ich habe mich dann zum Schluss, als ich dann als Teenager hierher kam, nicht so gut mit meiner Mutter verstanden. Weil wir hatten da nicht so einen Draht, und ich habe immer gedacht, vielleicht hätte ich mich mit meinem Vater besser verstanden. Ne? Weiß man nicht, kann ja sein, aber keine Ahnung. Ich habe ihn ja nie selber gesehen oder erlebt, und er mich ja auch nicht. Ich wusste zwar, dass ich unterwegs bin, aber gesehen haben wir uns nicht. Naja. Also meine Oma hat dann immer gesagt, ja, der war ein sehr anständiger und ein guter Sohn und so weiter, hat sich immer gekümmert um alle. Naja, da ist meine Oma auch gestorben dran an dieser ganzen Sache. Als sie gehört hat, dass ihr erster Sohn da gefallen ist und dann der zweite nicht mehr zurückkam, das hat sie dann nicht mehr verkraftet alles, ne? Naja. Deswegen, als mein Sohn dann auf die Welt kam, habe ich gesagt, also da werde ich alles daran geben, dass der nicht mal zum Militär geht. Und dann ist er auch nicht gegangen. Und mein Sohn hat sich jetzt auch besonders drin interessiert. Haben wir neulich diese alten Bilder so sortiert, und dann hat er so eine Wand gemacht bei sich da im Flur, und dann hat er gefragt nach meinem Vater, und ja, hat ihn schon interessiert. Na ja, das ist schon wichtig, dass man seine Wurzeln doch kennt. Na, schlägt. Oh, es fängt an zu regnen. Ja? Ja, so langsam. Bis jetzt haben wir ja Glück. Nicht so schön. Morgen soll es morgen regnen? Ja, ach so, morgen können wir nicht. Jetzt. Morgen gehe ich ja zur Massage wieder. Hier muss man ein bisschen Blumen.
machen, diese Steine sind eng, wenn ich diese Steine wegmache, ein bisschen. Ja, das ist von Herrn Meier. Ein bisschen Blumen. Thank you.